Hi Leute, hier ist wieder Oscar Drissa zu einem neuen Part von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep. Im letzten Part haben wir in Radiant Garden mit Ventus und Aqua zusammen einen Boss erledigt. Und danach kam es zu einer Szene, dass wo rausgekommen ist, dass Aqua Terra in die gleichen Welten gefolgt ist, auf Befehl von Meister Erakus. Und das war für Terra ein Vertrauensbruch, weshalb er jetzt Aqua und Ventus ziemlich angefahren hat und jetzt auch meint, ich kann mich auf die beiden nicht verlassen. Ich vertraue jetzt nur noch Meister Xehanort. Dieser wiederum wurde entführt von einem Gauner. Doch wer weiß, ob das alles die Wahrheit ist, denn Xehanort kommt mir verdächtig vor. Sogar sehr verdächtig. Aber wir sehen das ja alles gleich. Wir müssen jetzt zu den Gartenanlagen, zu den äußeren. Hier ist das scheinbar nicht, obwohl wir gerade auf die Fresse gefallen sind. Okay, wir haben gerade das Eiskommando nochmal erhalten. Mal sehen, vielleicht tauchen ja nochmal die Fortunas auf. Oh. Ja, so auf jeden Fall nicht. Nein, hier passiert nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, suchen wir uns mal einen Weg zu den äußeren Gartenanlagen. Wo das sein soll, keine Ahnung. Vielleicht sollten wir mal zum Zentralplatz von Radiant Garden zurückgehen, da wo wir angekommen sind. Vielleicht finden wir da ja eine Spur. Halt außerhalb des Wohnviertels. Und vor allen Dingen, yay, endlich ist meine Welt ein bisschen länger als zwei Parts und dann ein Boss. Oh, das ist geil. Apropos, wo ich gerade den Kommandoladen sehe, sollte ich auch noch mal gucken, ob ich ein paar Kommandos zu Ende gelevelt habe. Ja, ich habe Feuersturmlauf zu Ende gelevelt, deswegen habe ich noch mal Combo Plus bekommen. Das ist cool. Aber ich würde sagen, ich werde jetzt mal einen normalen ich werde statt dem Frostwurf einen ungelevelten Frostwurf rein tun. Das ist schon mal wichtig. Dann statt Aeroa werde ich mal Blitzra reinmachen. Und statt dem Feuersturmlauf werde ich mal die Giftklinge reinmachen. Einfach aus dem Grund, ich möchte so viele Kommandos wie möglich leveln, um an bessere ranzukommen. Wir gucken jetzt auch noch mal, was du so hast, kleiner Mokri. Und boah, haben wir wieder Geld bekommen. Ich glaube, ich nehme mal einen Verwirrschlag mit. Und einen Fesselschlag. Na, das ist schon gut. Gut. Im Übrigen, Medica hebt Statusveränderungen auf. Das ist auch ziemlich cool. Dann würde ich auch noch sagen, ich speichere mal ganz kurz. Immer zur Sicherheit. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Jetzt sind wir am Hauptplatz. Mal sehen, was wir von dort aus finden. Ach so, das können wir auch gleich nutzen, um noch ein paar Truhen einzusammeln, die ich hier noch gesehen habe. Oh, jetzt bin ich wieder ins Wohnviertel gerannt. Mann, bin ich gut. Mann, bin ich gut. Oh Gott, bin ich scheiße. Jedenfalls, hier war, glaube ich, eine. Ja, hier war eine Kiste. Na, geh mal auf. Mit einem Potion. Ah, das ist cool. Und Gegner. Immer mehr Gegner. Okay, wir haben schon wieder eine ganze Menge an Gegnern besiegt. Achso, die Grätsche hatte ich einmal gewechselt. Die kann man ja auch alle leveln, diese Aktionskommandos. Deswegen habe ich das mal gemacht. Und hey, hier ist ein Sticker. Oh Gott, ich komme nicht ran. Super. Schade. Na gut. Aber wir merken uns, hier ist ein Sticker. Das heißt, Moment. Na nee, selbst mit der Luftgrätsche kriege ich nichts hin. Na gut, hier war irgendwo noch eine Ruhe, glaube ich.
Was ist eigentlich hier? Hier ist nicht das Wohnviertel, oder? Oder ist das ein Areal? Ich muss Meister Seanort retten, okay. Wollen ist was anderes als müssen. Also ich will nicht, aber ich muss. Bah. Und hier ist die andere Truhe. Wunderbar. Und eine Oberbursche. Oh shit, ich hab Husten. Egal. Okay, und was ist hier unten? Müssen wir vielleicht hier hin? Gehen wir mal hier hin. Das sieht eigentlich ganz passend aus. Hier ist sogar ein Speicherpunkt. Okay. Ja, das scheint hier eine Gartenanlage zu sein. Okay, wir sind hier jetzt nochmal geheilt. Und hier? Was passiert hier jetzt? Eingangsareal. Puh, hier ist viel zu sehen. Aber es sieht alles so cool aus, ey. Boah. Hä? Was ist denn da hinten? Ach so, das ist nur eine größere Wasserfontäne. Aber wow, sieht das cool aus. Und wieder die Überraschung eingesetzt. Unser Vitra hat auch Level 3 erreicht. Das ist natürlich ziemlich cool. Gut, dann würde ich mal sagen, weiter geht's. Oh Gott, noch mehr Gegner. Gut. Oh, wisst ihr was? Wir ignorieren euch jetzt. Erstmal sehen wir uns hier in diesem riesengroßen Platz um. Alter Schwede, was hier alles versteckt sein kann. Und wie geil das aussieht. Wow. Einfach nur wow. Okay, wir haben einen Kraftkristall erhalten. Und da ist ein Sticker. Hehe. Aber hier kommen wir auch nicht hoch. Scheiße. Wenn ich jetzt freier Fluss hätte, einmal gegen die Wand springen, einmal hoch, hätte ich alles. Aber das ist hier ja nicht KH3D, das ist hier Buffer Sleep. Hier müssen wir wahrscheinlich noch auf irgendeine Fähigkeit warten. Oder sowas in der Art. Und was erhalten wir? Feuerer! Was ist eigentlich, wenn ich hier hingehe und... Ja, die Kiste habe ich. Sammeln jetzt und... Das sieht cool aus, dieses Monument hier. Aber was passiert, wenn ich hier runtergehe? Schwierige Frage. Ist hier etwa der Ort? Scheinbar ja. Mal sehen, was dieser Halunke jetzt schon wieder plant. Großes Plateau. Den Ort kennen wir doch. Master Xehanort! The old coot certainly knows how to take punishment. Just like I know how to deal it out. You monster! What are you after? That thing right there. It's called the Keyblade, isn't it? Yep. Seems like these days everybody's got one of those. Even Grandpa there. When I nabbed him, he told me all about it. What a weapon like that can do. How could I not want one? Well, you'll find they're picky about their owners. If I heard the old guy right, you're what they call Keyblade Master Material. So if I defeat you, that makes me the real Keyslinger. If you catch my drift.
Not the most polite way to go about it. But what can you do? One more step and the coot goes boom. You think I'm gonna fight fair? As if. That key's too powerful for us to go mano a mano. Das ist fies. For a Keyblade Master, you're not very... What's the word? Good. What are you doing, Terra? Fight! But Master, you'll... Never mind me. You must fight. You can't let this ruffian win. Think of your master, Ericus. The shame he and your fellow pupils would be forced to bear. Use the Keyblade! Okay, da hat er ausnahmsweise mal recht. Einen Halunken anzugreifen ist richtig, aber was Terra jetzt tut, ist schlecht, glaube ich. Und wir erhalten jetzt die Chance, einen weiteren Boss zu besiegen, oder wie sehe ich das? Besiege den mysteriösen Break. Okay, er heißt Break. Kämpft scheinbar mit Pistolen. Sieht für mich wie Pistolen aus. Ja, es sieht sehr nach Pistolen aus. Oh! Okay, wir sollten uns schnell aus dem Weg begeben. Wir sehen jetzt gerade aus seiner Sicht. Ach du Scheiße, wie geht denn der Gegner? Okay, jetzt scheint er runter zu gehen. Und jetzt können wir ihn angreifen. Mal sehen, vielleicht kriegen wir ihn vergiftet. Jetzt knallen wir ihm nochmal einen schönen Frostwurf rein und... Alter, der kann in der Luft schweben und die Pistolen abschießen. Heavy shit. Oh mein Gott, ist der... Okay, der Typ ist recht heftig, muss man echt sagen. Wow. Okay, jetzt kriegen die Bosse... Jetzt kriegen die Bosse endlich mal ein bisschen Niveau. So, ich habe Vitra schon auf dem Shortcut, dass ich dann gleich angreifen kann. Also gleich nutzen kann. Gleich geheilt. Nochmal mit dem Blitzsturz auf ihn los. Okay, das Plateau können wir im Übrigen auch nicht verlassen. Er allerdings schon. Das ist gemein. Oh, 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 oh. Was? Okay. Ich muss aber dazu sagen, das lag daran, dass ich zwischendurch nicht begriffen habe, wie er geht. Daher würde ich sagen, neuer Versuch. Yay! Endlich mal wieder was zu tun. Vor allen Dingen gerade gegen Break antreten. Ach du Heilige. I can see you. You better start running. Ja, was glaubst du, was ich hier gerade tue? I can see you. Okay, wir wissen auf jeden Fall, er ist schnell. Er kann viel auf einmal schießen. Das bedeutet, er hat viele Waffen auf einmal. Und genau das müssen wir gegen ihn nutzen. Mist. So, jetzt schon heilen. Jetzt kommt eine seiner stärksten Angriffe, deswegen hauen wir ab. Der kann übrigens auch Zielsuche einsetzen. Na, jetzt hat er wieder diesen miesen Move drauf. Okay, er ist wieder geflohen. Ja, du kannst mich sehen. Wow. Wir entkommen ihm. Immer mit der Grätsche weg. Oh, shit. Jetzt hätten wir was tun müssen.
Ich muss sagen, echt episch gemacht, wie er dann auch noch flieht und alles. Na, ah, das war scheiße gemacht. Ich denke auch mal, dass ich mit dem Fokus arbeiten sollte. So, jetzt nochmal heilen. Na, scheiße. Okay, jetzt ist er wieder weg. Ja. Ah! Heilige, wieso hat er mich jetzt doch gekriegt? Oh Gott. Na gut, er hat mich einmal erwischt. In dem Moment, wo er runtergeht, dann muss ich meistens X drücken. Wahrscheinlich kann Terra ihn dann irgendwie kontern. Okay, doch nicht. Schade. Na gut, dafür haben wir jetzt unseren Angriff. Und weg, 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 weg. Oh, scheiße. Okay, Blitzra. Heilen. Mit normalen Angriffen ist fast nicht gegen ihn anzukommen. Na gut, aber die Zeit, in der er jetzt hier oben ist, kann ich ja sehr leicht ausweichen. In der Zeit kann mir wunderbar noch Vitra helfen. Aber ich merke schon, jetzt zieht das Niveau endlich an. Oh, klasse. Oh, shit, das hat ihn nicht erwischt. Ah! Das Problem ist, wenn er einen einmal erwischt, dann erwischt er einen 4 oder 5 Mal hintereinander. So, nochmal schön 2-mal getroffen und weg. Schön nochmal Blitzra. Blitzsturz. Nochmal heilen. Scheiße, scheiße. Nein! Ich glaube, ich werde ein Dimensionskrieg spielen müssen. Ich spiele mal Aqua. Gut, vor allen Dingen, weil wir Schutzengel haben. Super. Naja, wie gesagt, ich habe ja die alle so nochmal gelevelt. Einfach weil ich im Falle eines Falles die eigentlich nur als Schutz nehmen wollte. Na gut, wir haben jetzt vor allen Dingen auch sehr viel Magie für den Fall der Fälle. Das ist auch recht ganz, recht ganz gut, ja. Sicher! Recht ganz gut. Okay, wir haben jetzt ein Minentrapez, was auch immer das ist. Okay, wir haben jetzt Magnetra. Ah! So, einmal Vitra. Okay, jetzt ist er gerade... Jetzt ist er gerade weg. Gut. Ich muss ehrlich sagen, das ist der erste Boss, der mich wirklich fordert. Aber er ist auch fast down. Ja, jetzt ist er down. Wunderbar! Das heißt, ab sofort wird es endlich mal richtig hart. Das ist supi! Da freue ich mich doch schon drauf. Oh oh. This power. Well done, Terra. You have taken yet another step forward. But I was consumed by anger. Hatred. That was the power of darkness. Darkness that you channeled. No. I succumbed to it.
just like when I stole Princess Aurora's Heart of Light. I can never return home now. I'm a failure. Then don't. You could be my pupil. Master Ericus, you see, is so afraid of darkness that he too has succumbed. Not to darkness, but to light. It shines so bright, he forgets that light begets darkness. And Aqua and Ventus, their lights shine too bright. It is only natural that they cast shadows on your heart. Ericus, he's such a fool. Light and darkness, they are a balance, one that must always be maintained. Terra, you are the one who shows the true mark of mastery, but he refuses to see it. And I know why. It is because he fears you. Join me. You and I can do the world's much greater good by wielding light and darkness in equal shares. Master Xehanort. See more worlds. Seek out the darkness that upsets the balance. Find Vanitas and bring an end to him. Master. Das wäre mir gerade absolut nicht gefallen. Absolut nicht. Terra hat sich kurzfristig der Dunkelheit hingegeben. Und, naja, so utopisch das von Xehanort auch klingt. Ich finde, er macht Ericus, Aqua und Ventus ziemlich schlecht. Das will mir alles nicht schmecken. Und wir haben gerade Düsterhagel erhalten. Und einen Xehanort-Bericht Nummer 2. Okay. Ich glaube, die gehen wir mal später durch. Wenn das tatsächlich Nummer 2 ist, dann wird es auch mehr geben. Take me with you. I can't do that, Ven. Why not? I just... When I really need you, Ven, I know you'll be there. Well, why wouldn't I? You're my friend. Yeah. You're right. Thanks, Ben. Ah, es geht noch weiter. Hey, you old coot! You said I wouldn't get hurt. I didn't sign up to be collateral damage. No way, as if! Okay, fine. Just put that down. You still need me. You still need me to do something, right? And all I'm asking is that you hold up your end of the bargain.
mean, what's a little scratch on my face, huh? All things considered. I'm just lucky he didn't steal my heart like Princess, whatever it was. That would have ruined my week for sure. Unlikely. A powerful light still lives inside of Terra. You see, people like him, they don't have the power to steal hearts. So wait, you mean he's not the one who stole her heart? Was? Okay, man merkt jetzt auch deutlich, die beiden scheinen unter einer Decke zu stecken. Terra, Terra, in was hast du dich da nur verstrickt? Das ist nicht gut. Und, oh, wir haben jetzt 2 neue Welten. 3 neue Welten. Cool. Ja, 3 neue Welten. Und, was? Wir haben in Radiant Garden nicht alle Truhe. Nicht alle Truhen. Ach ja, weil wir auf dem Plateau die einen nicht haben, richtig? Ja, und noch ein paar andere. Aber man hat jetzt wirklich gemerkt, die scheinen immer mehr, also die Fäden scheinen sich um Terra immer enger zu ziehen. Er wird immer mehr in Richtung Dunkelheit gezogen. Weil man merkt jetzt, dass Brake und Xehanort unter einer Decke gesteckt haben. Brake hat ja auch gemeint, ich werde nicht verletzt. Du hast gemeint, ich werde nicht verletzt werden. Das ist eigentlich ein deutliches Zeichen dafür, dass das abgesprochen war. Und es kam auch raus, dass Terra wohl nicht der Einzige war, der an der Geschichte mit Aurora beteiligt war. Weil er wohl noch ein zu starkes Licht in sich tragen würde. Sprich, Terra ist noch nicht verloren, aber er ist gerade auf einem schlechten Weg. Und ich finde eigentlich, die Tendenzen dafür zeigen sich immer mehr. Wie wird sich wohl das Ganze entwickeln? Ich denke mal, nach diesen ganzen Cutscenes und alles erfahren wir das im nächsten Part. Bis dann, Leute. Bye, bye.